Willkommen zurück, Leute, zu Twilight Princess. Wir sind in diesem etwas verrückten Raum, den ich noch nicht so ganz deuten kann. Aber nun ja, ich muss irgendwie, denke ich, zusehen, dass ich auf diese Seite komme. Nur wie? Das ist die andere Frage. Ohne Dungeon-Item vor allen Dingen. Das ist das Schlimmste. Ist hier ein Luftstrom? Zieht der hoch? Es gibt einen Luftstrom, ja. Aber, ja, ganz klasse. Ganz, ganz, ganz klasse. Egal, wir schauen mal weiter. Ich versuche einfach erstmal hier nach unten zu kommen, weil da war eine Tür. Und ich sage jetzt einfach mal voraus, dass wenn ich bei dieser Tür bin, sich schon irgendetwas ergeben wird. Und wenn nicht, dann weinen wir einfach eine Runde. Ja, da hinten ist die Tür. Ist das eine Tür? Bin ich mir nicht sicher. Ach, egal. Machen einmal so und ja, entweder wir kommen da zu einer Tür oder halt nicht. Ich hätte einen Schalter oben drücken müssen. Ja, 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 ja. Das wäre einfach nur miest, miest, miest. Oder war da links? Oder ging es da links weiter? Scheiße. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Egal, ich versuche erstmal da den Schalter zu drücken. Ja, du weißt. Was aber eigentlich wenig Sinn hat, weil ich da nicht hinkomme. Komme ich nicht hin. Ja, doch. Er hat doch gerade noch gesagt, das passt. Ja, okay, doch, das passt. Oh, ah! Okay. Jetzt muss ich hier runter, vorsichtig. Ups. Cool. Nee, das ist ja... Ach, das ist eine Abkürzung. Okay, das ist eine Abkürzung. Dann muss ich doch irgendwie nach ganz unten. Okay, ich habe ja hier einen Kumulaner. Deswegen ist hier der Kumulaner, natürlich. Natürlich, damit man dann, jede Menge Freude haben kann. Irgendwie. Nee, ich will jetzt nach ganz unten. Ich will jetzt nach ganz unten. Nein, nein. Toll gemacht. Okay, ich sollte nicht so in den Luftstrom gehen. Alles klar, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, hier lassen wir uns fallen. Du kannst mich mal. Ich nehme mir einfach den hier und dann geht's weiter. Nur, dass ich diesmal ein bisschen auf den Wind aufpasse. Oh, hier ist noch ein Schalter. Da ist noch ein Schalter. Das bedeutet für mich... Ja, muss ich ja drücken. Ich muss es ja versuchen. Ah, okay, dann geht die Tür auf. Aha. Ah, bringt mir nur leider gar nichts. Nein, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Okay. 17. Versuch. Wir reisen nach unten. Oh, Mann. Nee, also da brauche ich dann erst das Dungeon-Item. Okay. Oder brauche ich das nicht versuchen? Nee, 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 nee. Du lässt mich dann nicht runterfallen. Leicht Energie? Nö. Okay, dann eben nicht. Halb so wild. Da unten will ich hin. Müsste das wohl. Oh nein, du bist so knapp. Oh. Junge. Ey, mir geht hier noch die Energie aus. Vor allem geht mir hier die gute Laune aus. So eine blöde Stelle. So. Ach. So. Ganz super gemacht. Bam. Ein Herz. Ich darf wieder einmal mehr runterfallen. Ach komm, jetzt nimm das Ding. So. Nein, nicht runterfallen. Nicht runter. Nicht raus aus dem. Aus dem Raum. Auf keinen Fall. Das wäre richtig, richtig blöd. Lauf nicht weg. Lauf doch nicht weg, mein Kleiner. So jetzt. Nein, nein! Wow, der war cool. Das war diese neue Attacke, die wir letztens gelernt haben. Fragt mich bitte nicht, wie sie heißt, aber ich weiß. Ich weiß, dass es sie gibt. So, ist doch auch was. Wert. Muss ich hier einfach runter? Ist das. Boah, vorsichtig. Lass mich mal. Oh. Boah, das ist knapp. Aber jetzt. Jetzt ist es soweit. Hier ist ein Raum. Ich hab's doch gewusst. Was erwartet mich?
Es ist wieder dunkel, es ist schwarz. Ist es bitte der Zwischengegner? Das wäre super. Okay, es sieht gut aus. Oder auch nicht. Ah, ein Schalter. Okay. Oder sowas ähnliches wie ein Schalter. Nur ein bisschen schwerer. Okay, das ist ganz klar, wie das geht, ne? Also da muss man jetzt kein Genie für sein. Okay. Und jetzt hier runter. Okay. Okay, das ist so eine... Eigentlich so eine Standard-Echse, nur dass sie jetzt Flügel hat. Und ich glaube, das Schutzschild hat schon so ein Symbol für den Greifhaken. Oder Enterhaken, was auch immer wir gerade besitzen. Ich habe keine Ahnung. Dann sage ich jetzt mal... Wir holen dich hier runter. Sobald du mal anhältst, irgendwie... Jetzt. Genau. Bam, bam, bam. Und den noch. Okay, ich bin also ein bisschen in Gefahr runterzufallen. Er hat aber schon ganz gut kassiert. Und der ab? Ne, der kommt bestimmt... Ah, genau, der kommt bestimmt irgendwo her. Aus irgendeiner Ecke. Und ich muss... Jetzt packen, genau. Voll einfach. Ah, den letzten... War ich da immer gekonnt aus, muss man schon so sagen. Nein, 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 ich will ihn anvisieren, ich will ihn anvisieren. Wo bist du? Da. Zack und... Zack und zack und... Yeah. War's das? Du kannst nicht mehr, Mann, du kannst nicht mehr. Easy. Da ist es, Leute. Da ist es. Endlich. Das Dungeon-Item. Oh, mit dem geht's uns schon besser, würde ich mal so sagen. Es kann uns einiges erleichtern. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob ich den Tempel deswegen jetzt gut lösen kann. Mm-mm. Du erhältst einen Greifhaken. Kombiniert mit dem, den du schon hast, kannst du ihn als Doppelhaken verwenden. Ja, so sieht's nämlich aus. Jetzt können wir, wenn wir irgendwo dranhängen, trotzdem nochmal schießen. Ja. Da ist er. Sieht richtig cool aus. Und das ist auch ein richtig geiles Item, finde ich. Soweit ich mich erinnere, ist das in Twilight, in Skyward Sword, ist es direkt ein Doppelhaken? Ah ne, da gibt's die Peitsche, ne? Oder wie war das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Na, ist auch egal. Wie komme ich denn hier raus? Hier dranhängen und dann? Noch einen anderen? Hä? Tut mir gerade leid, ich finde gerade den Ausgang hier nicht. Geht's denn hier raus? Aus dem... Warte, ich bin doch auch durch eine Tür gekommen. Ich kann auch einfach durch die... Ach so, nee, ich bin hier runtergefallen. Stimmt. Ich bin hier runtergefallen... Komme ich hier raus? Wo lande ich denn hier? Ah, das ist eigentlich klar. Oh, du bist so clever. Scheiße, wo muss ich denn hin? Muss mal Energie holen. Wo muss ich denn jetzt? Wie komme ich denn hier raus? Ich muss auf jeden Fall den Doppelhaken verwenden, um hier rauszukommen. Aber wie? Ich muss da dran. Ich muss da dran und von da aus kann ich das nächste treffen. Keine Ahnung. Wups. Ein Stück runter vielleicht? Oh, napp. Oder komme ich hier so... Ach doch, geht direkt. Okay. Ist mir trotzdem jetzt nicht ganz klar, wie es gehen soll, aber... Ach so. Ach so. Okay. Ich muss hier hin. Man ist sich manchmal gar nicht so wirklich bewusst, wie lang dieses Teil eigentlich ist. Muss man mal so sagen. So.
Das sieht doch jetzt schon ziemlich gekonnt aus, muss ich mal so... Also, finde ich. Immer da mit diesen zwei Teilen so hin und her und zack und bumm und hier. Jetzt hatten wir ja noch diesen einen Schalter da, in diesem Raum hier, mit dem wir das große Tor öffnen konnten. Und ich nehme auch mal an, dass ich dann irgendwie auch weiterkomme, ja. Gut kombiniert, Watson. Auf jeden Fall. So, nächster. Nächster ist... Den nächsten, den ich benutzen kann, ist theoretisch dieser, ja. Tun wir das doch glatt. Wo ist denn... Komme ich dran, ja. Da ist der Schalter gewesen. Moment mal, hier... Da komme ich auch schon dran, das ist gut. Alles klar, dann ist das Ding offen. Machen wir hier mal runter so. Hängen wir uns hier dran. Nein, nein, das ist falsch. Es ist falsch, es ist falsch, das ist falsch. Kam ich nicht gerade noch da hoch? Von hier aus, oder wie? Dann geht's. Zähl mir doch nichts. Doch. Okay, dann würde ich sagen, kann man, ist da irgendwie, ach so, ja, hat man, haben die clever gemacht, dass man es nicht unbedingt sieht. So. Da kann ich mich nämlich direkt reinschießen. Alles klar. Kein Ding für den Kick. Wo bin ich nun? Okay, das sind diese Dinger, die runterfallen. Wenn ich da dran hänge, dann muss ich mich also beeilen. Okay. Ist ja auch nicht das Problem. Ich kann die anvisieren, ey. Das sollte ich vielleicht auch mal machen, einfach. Ja, ist ja viel einfacher, wenn ich das mache. Ich bin ja... Bin auch bekloppt. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Ach so. Da kann ich mir einfach loslassen. Okay, gut. Dachte schon, hm? Und das wird dann wohl der Kompass sein. Ja! Du hältst den Kompass. Es ist schön. Das ist super. Hilft mir aber, ja. Komm. Hilft schon, hilft schon, ja. Mal schauen. Okay. Ich glaube, die kann man auch töten, hier mit dem Teil. Also mit dem Greifhaken. Sollte funktionieren. Ist einfach nur ein bisschen runter. Einmal kurz treffen. Oder? Beziehungsweise. Ah. Ich glaube, der haut mich gleich, oder? Ja, so soll man es eigentlich machen. Also. Jetzt habt ihr es gesehen, wie es geht. Und ich auch. Und ich hoffe mal. Oh, Junge! So, nein. Nein. Nein! Achso, da. Schön, dass er mir das automatisch fast schon anzeigt. Ach, für den Fall, dass es nicht klappt. Und mein Analogstick geht schon wieder nach rechts, obwohl ich nach oben drücke. Das ist echt nicht mehr schön. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Start, oder wie ist das? Ich denke mal, ja. Nein, 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 nein. Da muss ich auch, glaube ich, nicht hin. Ja, genau, ich kann ja jetzt diesen Weg geradeaus laufen. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal die richtige Idee. Ja. Am Anfang der Weg halt, ne? Wisst ihr noch? Also hier jetzt. Da ging es ja nicht weiter für uns ohne das Dungeon-Item, so wie fast überall in diesem Tempel. Und wenn ich mich gerade daran erinnere, wie das mit dem Masterschlüssel im letzten Tempel war, das war ja auch so irgendwie so ein bisschen fies. Bin ich mal gespannt, wie sie es hier gemacht haben. Ich bin auch mal gespannt, wie das hier... Na, hier komme ich ja auch nicht lang, oder? Nö. Irgendwie nicht. Dann ist es hierfür wohl noch zu früh. Ich denke auch mal, wenn ich da die Schatztruhe so sehe, dass da der Masterschlüssel ist.
Aber dann muss ich das wahrscheinlich irgendwie aktivieren. Wenn sich das dreht oder so. Kann das sein? Ich könnte es mir gut vorstellen. Machen wir mal einmal hier so. Halten wir uns mal fest. Zack. Und dann hier rüber. Ich muss ja eigentlich... Ja. Ich kann ja jetzt diese Brücke da überqueren, die zerstört wurde. Das müsste man ja auch noch machen. Vielleicht ist da dann der passende Schalter, um das einzuschalten. Danach kriegt man den Masterschlüssel und dann habe ich keine Ahnung, wie ich zum Boss komme. Ja. Das wäre eigentlich noch eine ganz gute Möglichkeit. Also das ist sowas, was ich mir vorstellen kann. So, der erste. Kann ich mich direkt hier an dem hier festhalten. Wupp. Schnell weg von den Monstern. Die mich aber irgendwie auch überhaupt nicht angreifen und auch überhaupt keine Lust haben, mich anzugreifen. Warum auch immer. Wofür sind die denn dann da? Zierde. Einfach nur Zierde. Na, schön. Die Wii sollte so ein bisschen die Grafikmuskeln spielen lassen. Und auch der GameCube nochmal zum Schluss. Also für einen Cube-Titel ist das auch wirklich geil. Also da kann die PS2, also keine Chance. Keine Chance. Das kann einpacken alles. Die Xbox, naja, die Xbox, die könnte schon eher mithalten. Aber, naja. So, hier kann ich jetzt hin, ja. Aber warum? Weil da unten ein Weg ist? Ich denke mal, weil da unten ein Weg ist. Ja. Ja. Lassen wir uns mal fallen hier und schauen mal, was da ist. Okay. Ich glaube, ich muss dich da dran. Ja, dann geht es auch. Okay, weiter. Hier hin, okay. Und dann. Ja, da kann ich mich natürlich auch festhalten, ist klar. Aber wozu? Wozu denn das Ganze? Brauche irgendwie einen Schalter oder sowas. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Geräusch? Da war doch gerade nichts hinter mir. Na, ich befülle doch hier nicht meine Flasche mit irgendeinem komischen Scheiß, was ich nicht weiß, was es ist. Und tu dafür eine Fee weg. Bin ich denn bekloppt? Nein, nein, nein. Ein bisschen bekloppt vielleicht und ein bisschen verpeilt und so, aber nicht so dämlich. Was sagt denn die Karte überhaupt? Was mache ich hier? Das sind schon Möglichkeiten. Ja. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ah, ich gehe erstmal hier so drauf und dann schauen wir mal weiter. So, und dann ist... Ja, okay, da, theoretisch. Aber... Komme ich nirgendwo ran? Mach mal weg. Ach nee, bewegen kann ich mich jetzt auch nicht mehr. Dann geh nochmal zurück. Versuche mich ein bisschen weiter oben festzuhalten. Oder muss ich hier rüber? Von hier aus weiter hoch. Kann das? Ach ja, Leute. Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Oh, voll verpeilt, Mann. Stimmt. Und dahin soll ich aber nicht, oder? Jetzt soll ich auch dahin, aber wie soll ich denn dahin kommen? Keine Ahnung. Vielleicht kann man sich da ganz links runterfallen lassen, aber ich komme ja trotzdem nicht da oben hin. Irgendwie nicht, nee. Okay, von da bin ich gekommen, alles klar. Hier bin ich dran gegangen, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehen wir hier rüber. Da habe ich mich für besonders clever gehalten zu der Zeit. Und nun... Nun merke ich, das ist alles nicht so. Moment mal. Oh, Junge. Hier müsste doch das... Müsste nicht das hier mit der Schatzkiste sein? Nicht? Was ist das denn? Okay, das habe ich gerade eben noch nicht gesehen. Ah, und da ist auch ein... Ja, okay. Okay, egal. Wir werden im nächsten Part weitermachen, Leute. Denn... Ja, es ist halt an der Zeit. Bis zum nächsten Mal.